Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Heute könnt ihr uns wieder zu einer Tour begleiten. Heute sind wir eine größere Gruppe, aber spontan. Eigentlich wären wir nur zu zweit gewesen. Durch Zufall haben wir aber die andere Hälfte unseres Trupps hier auch noch getroffen. Wir haben heute dabei einmal den Wikinger im Itivit. Dann haben wir einen Roland wieder am Start mit seinem Gumutex Safari. Dann haben wir da den Andi mit dem Gumutex Safari. Und Andi Teil 2, sein Bub, mit dem Itivit. Ja, wir fahren heute wieder auf der Paar. Auf halber Strecke wollen wir uns voraussichtlich ein Lost Place anschauen. Da gibt es also ein gesprengtes Munitionsdepot, war damals ein Außenlager von der bayerischen Landesfestung. Und ja, zum Essen haben wir auch was dabei. Muss aber jetzt erst einmal schauen, wie wir das mit der Brotzeit machen. Da wir jetzt doch ein bisschen mehrere Leute sind, ob wir das dann überhaupt so machen, wie wir es geplant haben. Oder vielleicht anders, dass wir hinterher erst essen. Das ergibt es jetzt dann auch auf der Tour. Da ist aber wurscht, in welchem Boot das drin hockt. Ja. Jetzt ja. Fühlt sich immer wieder komisch an, wenn du zum ersten Mal wieder im Wasser bist. Ja. Wann war jetzt das, wo wir mit dem Riverwalker Breitach gefahren sind? Da hat es ja auch bloß 4 Grad gehabt. Ja, da haben wir mal dein Boot irgendwo geflickt, Wikinger, weißt du noch, bei der ersten Fahrt? Ja. Kilometer 8,8, da waren wir noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Genau bei Kilometer 8,8 hat es bei meinem selber noch puff gemacht, und ich bin dann ohne Boden die restliche Strecke rein. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu dieser Ruine. Jetzt fahren wir da in so ein Altwasser, in so einen Seitenarm rein. Das sechst du schon, wird jetzt ein bisschen dschungelhaft und da müssen wir dann auch aussteigen. Da kommen wir ja da auf so einen Schlamm auf. Das haben sie erneuert, schau mal, das ist ein neues Wehr. Wo ich das letzte Mal da war, war das noch so ein uraltes Ding. Und das muss aus diesem Altwasser hinten rauskommen, wo ich erzählt habe. Thank you.
kann ich wenigstens einmal meine neuen Neoprenschuhe testen. Stoßtrupp zur Hölle! Ich meine, das kommt schon ein bisschen scheiße, glaube ich, wenn man mal so 5 Leute hier mit dem Kajak im Schlepptau oder auch nicht. Ja. Habt ihr aber auch schon gemacht? Ja. Da habe ich aber mit meinem Säberl, da habe ich damals hinten von Radl hinten draufgeschmissen und dann mit dem Radl nicht so. Gar nichts. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es was weiß ist. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was er zu mir sagt. So Leute, jetzt sind wir an unsere Vorruinen angekommen. Kann man jetzt über die gesprengten Trümmer erkennen. Auch wieder gute Mauerstärke zu erkennen. Jetzt gehen wir da oben rein. Sind schon 1 Meter dick ungefähr die Mauern, ha? Guter Meter. Ein bisschen mehr da sogar. Da war der eine, da unten sind Backsteine. Ja. Und dann siehst du, dass da nur mehr ein Boot, da ist nur mehr ein Beton unten drin, da geht es nochmal nach unten weg, da siehst du richtig. Siehst du richtig, wie Decken runterkommen jetzt, wo wir jetzt drin stehen und da sind die Außenmauern ringsherum. Also dem stinkt es nach Verwesung. Ja. Wahrscheinlich habe ich schon Corona, oder? Ist irgendwo ein Viech drin. Gehen wir dann auf. Von da unten kannst du wahrscheinlich die Außenmauer noch gut sehen. Ja, viel ist nicht mehr übrig von dem Ganzen, also reines Trümmerfeld. Aber trotzdem ganz interessant zum Anschauen, wenn wir eh schon da sind. Die haben es jetzt 100-mal gesprengt und haben es dann bis jetzt noch nicht fangen können. Ja, ja. Ich war mal in dem im Humboldt-Hain drinnen, in dem Flakturm. Aha. Der ist auch interessant. Auf dem Segment lasst jetzt diese gewölbte Außenmauer gut erkennen. Da vorne geht's rein und da sieht man so riesige betonierte Platten. Da steigen wir jetzt mal runter. Da lasst ihr noch einen Gang erkennen bei mir hier unten. Wikinger, willst du mal da runterkommen, da siehst du noch ein bisschen was von den Gängen. Und da bildet sich schon dieser Kalk da in so einer Tropfsteinhöhle.
Maurer, als ich da schon gar nicht mehr hinsegmenten muss. Das ist so, ja. Da sieht man jetzt noch gut die unterschiedlichen Schichten, die wurden mit Neuzung dann. Außen haben wir Backstein und dazwischen immer wieder Beton mit drin. Da kann man jetzt nochmal diese Aufschüttung sehen, bis da oben geht das entlang. Da war das unten drin. Da geht auch nochmal so ein Weg hoch. Ja, aber ich glaube, da sieht es bloß auf das Altwasser. Schauen wir mal. Jetzt haben wir den Weg da nochmal hochgekommen. Und da, wo wir jetzt drauf sind, das ist nochmal so eine Wallanlage, die um dieses komplette Vor, was da hinten ist, außen rum geht. Da ist undurchdringliches Dickicht, fast wie so ein Auwald. Da sieht man aber, wo wir eigentlich herkommen. Da vorne ist diese Schleuse. Also Luftlinie war das jetzt überhaupt nicht weit. Aber wir können nicht querfeld ein, beziehungsweise Kinder damals schon, aber das wird beschwerlich. Und dann müssen wir durch das alte Wasser durchschwimmen. Deswegen laufen wir wahrscheinlich wieder normal zurück. Generell ist die Anlage recht groß von der Fläche her. Da sieht man gute Metallverstrebungen, die da drinnen waren im Mauerwerk. Das ist jetzt ein Bereich, wo man die Außenmauer von innen nur mal sehen kann. Das Gewölbe geht richtig rund nach unten. Da, Leute, jetzt gestern gleich zurück aufs Wasser. Spielboote. Ja, genau. Das ist geil, das kleine Ding, gell? Das gibt's nirgends mehr zum Kaffee, ja? Ja, bei eBay Kleinanzeigen ist schon ab und zu mal drin. Das gibt's sogar als Zwarer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, so 250, 260 Euro. 500, glaube ich, kommt nicht rein. Echt? Nein, ich meine jetzt das Gebrauchte. Der Wikinger erstmal mit seinem Flugzeugträger durch die Enge durch. Ja, Zerstörer. Ey, glaub mir, wir haben schon einen Kollegen gehabt, der ist mit einem 5 Meter großen Klepper-Kajak, Waldkajak gebracht worden, inklusive Segelmast zum Einbauen. Der Segelmast war zwar nicht drin. Aber der Kerl ist sein ganzes Leben noch nie Kajak gefahren. Ja. Und dann die Paar runter. Wir sind uns vorgekommen wie im Hamburger Hafen mit den Schlepper, hä? Weil sonst wäre der da nie runtergekommen. So, jetzt haben wir gerade entschieden, dass wir hier zum Essen auch landen. Mal schauen, ob wir aufkommen. Das ist ja ein ziemlich schlammiger Boden da. Bei mir geht's auch, Wikinger. So, wir machen jetzt Brotzeit. Hintergrund haben wir ein schönes Froschkonzert. Der Wikinger macht sich Bus-E-Pass auf seinem Robokocher warm. Ich habe heute wieder meinen Gaskocher dabei. Bei mir gibt es heute Blaukraut. Dazu einen Sauerbraten aus der Dosen. Das ist ein High-End-Fertiggericht. Kostet die Dosen 7 Euro.
eigentlich ein Witz, wenn man bei jedem Asiaten überlegt, beim Imbiss schon für 6 Euro frisches Essen kriegt. Ja gut, aber ist das auch Rindfleisch. Mal schauen, wie das ist. Und dann habe ich noch Kartoffeln dabei, die tue ich mir jetzt in Würfel schneiden, die kommen dann in den Sauerbraten mit rein. Jungs, bei euch gibt es nichts zum Essen oder Brotzeit, was macht ihr? Ich habe mir nur Orange mitgenommen. Ich okay. Er macht heute Fitnessnummer mit Orange. Und er ist gerade am Angeln da hinten. Und er hat schon Birnen gefressen. Da waren wir auf die Philippinen. Die haben oben bloß so einen Lehmofen. Und da werden die weg, wird der Wok draufgestellt und dann machen die da innerhalb von einer Stunde, so schnell schaust du gar nicht, wie die 20 Leute satt bringen. Ja, da habe ich ja bei YouTube schon einen Haufen Videos gesehen. Auch bei den Indern, wenn sie dann mit ihren selber bastelten Stahlwachs und den riesen Instrumente da zum Kochen anfangen. Mhm. Richtig geil. Und wie schnell das geht, weißt du? Ja. Ja. Da habe ich, glaube ich, genau das Richtige dabei. Deswegen nehme ich immer so eins zum Kabel mit. Aber ich hätte mir das Bett nur für... Nein, auch nicht, habe ich das mal gar nicht dabei. Ich hab normalerweise immer einen dabei, du weißt nie, was passiert. Ja. Ich habe auch noch ein Split als Notfall dabei. Ja, aber für mich persönlich wäre es jetzt immer zu viel, dann was im Gaskocher und so mit zum Schleppen, verstehst? Ja. Ja, wobei es die mit der kleinen Flasche oder Dosen, die musst du den Kocher abmachen Ein Epa geht immer. Weil der erste Biene noch surren da oben. Wahnsinn, ja. Ich werde dann wieder aus dem Misthaufen raus, die Kleine, die so richtig schön Papa hinein, da hast du mit jedem Haken einen Fisch. Hier gibt es von dir selten, weil du nicht immer unterwegs bist. Weißt? Ich kenne das, ich bin immer der Depp, der fotografiert und jeder Trottel ist drauf, bloß ich nicht. Guten übrigens miteinander. Merci. Ja, der Wikinger hat auch schon zwei Epas verputzt, einmal in Mexiko Racksteaks und einen Jägertopf. Was spricht der Gourmet? Hacksteak ist das Beste. Meine Rede. Ich finde auch das Hacksteak am besten. Du kannst das selber mit der Gabel ausmachen. Ich habe jetzt schon im Mund gehabt, ne? Ja. Ich habe meinen Löffel auch im Mund gehabt. Jetzt hast du das auch nicht. Jetzt hast du das Corona auch. Saft. So. Krautsaft. Kraftsaft. Schauen wir mal, was das macht. Letztes Mal habe ich Sauerkraut gehabt, das war super. Oh, mit der Kretziner, Alter. Schweinsbratwürstel und Sauerkraut. Ja. Auch so ein Düden-Sauerkraut gewesen. Und da habe ich ja letztens einmal so fertig gerichtet gehabt. Das war richtig praktisch. Das hat echt gut geschmeckt. Das Sauerkraut war jetzt das ganz normale, was man so einkaufen kann, oder? Vom Rewe war das ein Hausmarkt. Ach, das schon, kenn ich. Da waren auch so Rauchwürfel, Speckwürfel mit drin und Röstzwiebeln. Mhm. Was ist nur bei der Lena auf der Wiese? Ja. Ich
Wow. So, jetzt haben wir gestärkt, jetzt geht's weiter. Aber komisch, dass die Sandbank nicht mehr so ist wie früher, gell? Ich schätze mal, durch den niedrigen Wasserstand, dass es dann wegschnappt. Ne? Kann sein, ja. Ja, ich auch. Ich habe es vorher noch nie gehabt. Ja, weil eigentlich ist ja der Witz der Unsinn an dem Kraftwerk. Du kannst aber gerne ein Gaskraftwerk in Europa, aber nicht in Betrieb. Solange du keinen Schmarrn machst. War das der, wo vorher Schreck drin war, oder? Letztes Jahr. So, Leute, gebt euch mal das. Da liegen Millionen Muscheln rum. Das ganze Ufer ist voll da. Liegt der Baum drin, oder? Ja, wir lassen uns jetzt einfach weiter treiben. Hier ist mein Jagel von da aus. So, jetzt haben wir in der Donau angekommen. Und ich habe anständige Suppen im Boot drin. Schaut mal da rein. So, inzwischen sind wir angekommen. Die Jungs tragen ihre Kajak schon hoch. Wikinger hat eins da schon. Ich muss meins erst einmal noch ein bisschen sauber machen, weil ich so viel Schlamm drin habe. So, jetzt unten im Wasser erst einmal auswaschen. Ja, für heute war es das dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.